Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Diablo 4. So, was müssen wir tun? Was müssen wir tun? Wir hätten hier hinten noch eine versammelte Legion in 4 Minuten. Lasst uns das mal heute mitnehmen. Lasst uns mal heute eine Diablo-Legion mitnehmen. Ich weiß ja nicht, was ich gerade sagen wollte. Manchmal bin ich so verwirrt. Ich bin sowieso gerade verwirrt. Ich habe heute ein bisschen meine Systemplatte mal hier bereinigt. Das kann ich hier nicht tun. Ja, und da sind ja dann auch so eine Backup-Sachen da und hast du nicht gesehen und bla 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 und hier und da und hier und da und hast du nicht gesehen. So, das Ding ist, hat er mir auch angesagt, denn so, ja, hier habe ich den mal im Internet geguckt, ja, und dann stand im Internet hier so, ja, muss aufpassen, dass wenn du Sachen im Download ohne längere Zeit nicht benutzt hast, dann kann das schon mal passieren, dass die denn da weggehen, wisst ihr, wenn die mit die löscht. Und ich dachte so, scheiße, ich, der alles im Download-Ordner sammelt. So, das Ende vom Lied war gewesen, ich hab dann, Grüße. Ich hab dann hier, den Download-Ordner weggemacht und habe das alles woanders hingepackt. Und dann habe ich hier mir eine Umstellung gemacht für Diablo. Mache ich ja auf 1080. Mann. Ja, ich will den blockieren. So, und dann war das so gewesen, dass plötzlich mein Hintergrundbild weg war. Und ich erstmal dann so, was ist denn jetzt schon wieder? Ich den Rechner neu startet. Beim Rechner neu starten dann so, warte mal. Scheiße, das Bild vom Hintergrund, das war ja im Dings drin gewesen, im Download-Ordner. Dann fährt das hoch, der Bildschirm ist schwarz, plötzlich kommt das Bild wieder. Ich da vorgesessen. Was ist jetzt los? Was passiert hier gerade? Dann war es wieder weg und dann so hin und her. Und dann habe ich das Bild ausgewählt und jetzt ist es wieder da. Oh Mann, ey, manchmal ja. Manchmal ist es schwer. Manchmal ist es sehr schwer. Was ist eigentlich mit den Leuten, die ja ständig irgendwelche Gruppenanfragen stellen? Immer diese Ninja-Inviter. Heißt das Ninja-Inviter? Ich glaube. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt hier so. Bei Star Wars Old Republic auch. Wenn du irgendwie vorbei da, die laden dich dann ein für irgendwas. Jedes Mal so eine Scheiße. So, okay. Mal gucken, wie wir uns hier schlagen. Ja, manchmal ist wirklich extremst. So, ich weiß ja nicht, was wollen wir denn heute eigentlich noch machen hier? Wir haben jetzt hier noch Aufgaben in Kirgistan. Die könnten wir machen. Folge Reise des Pilgers. Wo ist denn Kirgistan? Das ist hier unten. Da waren wir, glaube ich, zum Schluss gewesen, oder? Wir könnten hier Dinge freischalten. Hier. Ja, cool. Da kommen wir auch, glaube ich, noch hin. Da brauchen wir eigentlich noch nicht. Havasar kommen wir auch noch hin. Hier oben haben wir soweit alles. Und auch alles schon freigeschalten. Wir könnten den hier noch machen. Das wäre jetzt nur noch was, wo ich sagen würde, okay, lass uns da mal hingehen. Aber ansonsten, ach so, dann haben wir hier eine Aufgabe. Ich glaube, hier war auch, glaube ich, noch eine Aufgabe, die ausgewählt werden musste, ne? Naja, gucken wir mal. So, kicken wir mal. Mehr sind wir nicht, oder was? Ja. Naja.
smashen wir erstmal weg, wa? Ich bin noch nicht bereit. Hier. Ich bin noch nicht bereit. Hier kommt der Boss jetzt oder was? Warum dauert er so lange? Sehr gut. Ich habe keine Essenz mehr. Naja, sieht doch gut aus. Den ersten haben wir. Den ersten haben wir. Mir fehlt die nötige Essenz. Scheiße, ich hab keine Essenz mehr. Stufe 51. Ahoi Brause. Löft doch eigentlich ganz gut. Ich brauche mehr Essenz. Ich brauche mehr Essenz. So, das ist ein Boss, wa? Ach, das ist schon der Endboss. Wir haben nur den geschafft? Warum bitte? Was hat denn da wieder so lange gedauert? Waren doch vorhin gut in der Zeit, oder nicht? Ich brauche mehr Essenz. Eine Truhe. Das ist ja der Wahnsinn. Hat der ja nicht gelohnt. Das hat er ja nicht gelohnt, sag mal. Nick ist schuld. Dann muss immer einen Schuldigen nehmen. So, gut. Wo sind wir denn jetzt? Wir müssen hier hin. Ne, warte mal, hier wollte ich hin, ne? Warte mal, können wir von hier aus da hin? Ja. Dann befreien wir erstmal den Außenposten da.
Die Hardcore-Diablo-Spieler, die haben keine Ahnung von der Story. Ich habe gestern hier da mal jemanden welchen zugeguckt und fand das lustig. Und da der Streamer dann sagte, ich habe keine Ahnung, um was das geht. Das falsche Taste. Da stellt sich mir die Frage. Das war doch Ankündigung für den DLC, Alter. Du kriegst als. Du bist als Streamer musste du doch wenigstens immer die Story, aber die skippen lieber alles. Ich brauche mehr Zeit. Weiß ich nicht, halte ich nicht von. Ich habe mir das Spiel nur wegen der Story geholt. Ich muss aber sagen, dass mir das Endgame hier bei Season 2, gerade bei Season 2, ziemlich Spaß macht. Oh ja, Lump. Achso, ich muss das Ding hier auch noch. Ich bin noch nicht bereit. Aber echt noch. Da ist noch. Sehr gut. Oh. Oh, yeah. Das ist doch das, was wir haben wollen. Nur ist es schlechter. Ist es schlechter? Ja, ist schlechter. Naja, kann ich alles haben. So, gucken wir mal. Altar des Untergangs. Und die Frage ist, ich glaube, wir müssen hier durch. Da was geht hier vor sich? Was geht hier vor sich? Wer seid ihr? Kommt ihr nicht lebend raus? Was? Keine leeren Versprechungen hier, mein Freund. Keine leeren Versprechungen, du Lump. Ich weiß nicht, was sie dort unten gefunden haben, aber Kardinal Maldul befahl den Hohepriestern, den Weg hinter sich zu versiegeln. Na, Kardinal Madur. Kardinal Madur am Arsch. Dieses Juwel sieht wie ein Teil eines Schlüssels aus. Ja. Es muss noch weitere Teile geben. Dann gucken wir doch mal nach einer weiteren Teil. Alle recht freundlich, alle mal rankommen hier. Dankeschön. Was ist mit dir da oben, sag mal? Kommst du jetzt neu her oder nicht? So, da haben wir doch schon den zweiten. Ich habe keine Essenz mehr. Wie, du hast keine Essenz mehr? Oh, Mädchen, Mädchen, lass mich nicht alleine hier! Achso, ich muss ja den hier drücken. So, rankommen. Bam, weg mit euch. Sehr gut. Sehr gut. Bis hierher und nicht weiter. Ja, ja, wie weit? Bis hier? Ich bin noch nicht bereit. Mit mir? Gut, her damit. Wo kommt die denn jetzt her? Von der Decke gefallen. Das SWAT-Einsatzteam. Oh. So. Guck mal, wie schön er das darin macht. Musste ich nicht letztes Mal, wo ich hier war, ich habe ja schon mal gemacht, ja, musste ich da nicht nur jeden dran machen?
Na Jung, traust du dich jetzt endlich raus oder was? Ich hab ja noch gar nicht. Aber der ist ein bisschen. Ich habe kaum noch Essenz. So, du Lump. Was nu? Was nu? Was nu? Komm her! Hast du jetzt genug oder was? So, gut. Das Ding ja schon wieder, wir haben in 16 Minuten der Legion abgeschlossen, wir haben in 16 Minuten den Außenposten befreit. Junge, was schaffen wir noch alles in 16 Minuten? Nichts weiter, weil die 16 Minuten jetzt rum sind. So, gut, das hätten wir. Okay, dann würde ich sagen, machen wir mal hier, gehen wir mal dahin. Reis zur Zakarun-Kapelle. Wo bin ich denn jetzt hier? Warte mal, hier muss ich kennen. Gegners. Ich brauche mehr Zeit. Ah, hier, guck mal, eine Truhe. Oh, eine Truhe. Oder kommt noch mehr? Was ist das hier? Ich bin noch nicht bereit. Ist das irgendein Hotspot, den ich hier noch nicht kenne, oder was? So ein Sammelsurion von Khazra oder was? So, und dann galoppeln wir mal los. Boah, ich glaube, ich bin den auf den Fuß getrampt. Boah, so wie der gebrüllt hat, kann ich den nur auf den Fuß getrampt sein. Ich weiß nicht. Bitte, Nasla, ihr müsst euch ausruhen. Die Kranken brauchen Pflege und sauberes Wasser. So, Nagla. Ich habe den Brunnen gesäubert. Gesegnet sei Akarats heiliger Name. Er hat euch zu unserer Rettung geschickt. Nehmt dies mit unserem Segen. Ja. Nasla, wir können es uns nicht leisten. Möge es euch auf eurem Weg helfen. Wieso sagt der Nasla? Der ist Nagla. So, was stimmt mit diesen Leuten nicht? Sie tranken Wasser, das von einer Art Fäulnis besudelt war. Vermutlich eine verlorene Kreatur, die im Brunnen ertrunken ist. Kann ich irgendwas tun, um zu helfen? Ah, nun, ja schon. Es gibt da ein heiliges Zakarum-Relikt in unseren Gruften. Ich habe von einem Dieb gehört, der es sich in seine Sammlung holen will. Das Relikt ist ein Symbol, wisst ihr? Es wird benutzt, um unsere Toten gebührend zur Ruhe zu betten. Es steht für das Licht, das ewig in uns allen leuchtet. Es ist uns allen eine Flamme der Hoffnung. Ich... Verzeiht. Es ist recht wichtig. Wenn ihr uns das heilige Symbol zurückbringen würdet, stünden wir in eurer Schuld. Nicht nur, weil ihr es den Händen eines Diebes entreißt, sondern auch, weil ihr unseren Kranken etwas Trost spendet. Möge das Licht euch den Weg weisen. Okay, gut. So, was haben wir denn hier hinten eigentlich? Verfolgen. Die Spur des Pilgers. Folgt der Spur des Pilgers. Folgt der Reise des Pilgers. Ja, aber... Hä? Folgt dem Pfad des Glaubens zu einer verlassenen Wüstenkapelle. Stellt euch... zu Akarats Füßen. Und dann? Sch-
Stellt euch zu Akkarats Füßen, folgt seinem Beispiel und werdet belohnt. Ja, aber was tut er hier? Das weiß ich zu schätzen. Zeigen? Seht. Seht. Die Frage ist, wo ist Akkarat? Ich besorge euch etwas anderes zu essen. Hallo. Halt! Danke. Ja. Ja. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Oh, Verzeihung. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Ja, was tut er hier? Stellt euch zu Akkarats Füßen. Ich gehe mal von aus, dass das hier Akkarat ist, aber was tut er? Was tut er denn? Was tut er? Wisst ihr, was ich meine? So, hier, ich habe einen alten Bericht eines Pilgers gefunden. Warte mal. Alter Bericht eines Pilgers. Ein Brief, der nicht sorgsam behandelt wurde, von Salzen befleckt und mit Tinte beschmiert. Er ist von... Dann ist ja schon wieder was anderes hier. Das ist aber Quest hier. Also wo finde ich denn hier den alten Brief? Was stand denn in dem alten Brief? Ist doch schön, dass du einen alten Brief. Ich habe einen alten Bericht oder Bericht eines Pilgers gefunden. Folgt den Pfad des Glaubens zu einer verlassenen Wüstenkapelle. Stellt euch zu Akkarats Füßen. Folgt seinem Beispiel und werdet belohnt. Ja, aber was ist denn sein Beispiel? Was ist denn der hebt doch irgendwas in der Luft. Aber was will er mir damit sagen? Das ist ja das. Winken kann ich auch noch machen. So, jetzt winken wir mal. Hallo! Grüße! Nee. Auch nicht. Was tut es? Ich muss jetzt mal gucken hier. Was ist Spur des Pilgers? Spur des Pilgers. Mein MMO. Folgen?
Volk der Reise des Pilgers. Folgt seinem Beispiel und werdet belohnt. Wie kommt man denn da auf Folgen? Folgt seinem Beispiel. Was ist denn, ey, wenn Folgen, Alter, Junge. Okay. Kommt mit mir. Also das, ja. Okay. So, das scheint kein geeigneter Ort für Kinder zu sein. Sie können sonst nirgendwo hin. Ihre Familien sind aus Girandai geflohen, um den Grauen des Nordens zu entkommen. Aber die Kannibalen haben sie trotzdem gefunden. Auch andere Reisende sind in Gefahr, solange diese verfluchten Fleischfresser die Straßen überfallen. Wenn ihr ihre Zahl verringern könnt, gebe ich euch einen Anteil von unseren Zehntabgaben. Okay. Ma hat gesagt, ich soll laufen und nicht zurücksehen. Warum ist sie nicht gelaufen? Ich verstehe nicht, wieso sie angegriffen haben. Wir haben nichts Falsches getan. Tja, so ist das Leben hart. Gut, achso. Freunde der Sonne, ich mache an der Stelle erstmal Schluss. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und bis dahin haltet die Ohren steif und tüdelü.